Wie versprochen erwartet uns im 10. und letzten Kampf unserer 8. ab in den Ring Fight Night. Ein Kampf um den vakanten Jugend-Halbschwergewichts-Weltmeisterschaftstitel nach Version der IBO. Dafür rufe ich mit einem kräftigen Ab in den Ring, Kilian Weg! Kilian Weg! Und in die rote Ecke rufe ich mit einem letzten, aber dafür umso kräftigeren, ab in den Ring, Luca Rocky Cinquianche! Luca Rocky Cinquianche! Dieser Titelkampf wurde auf ganze 10 Runden von jeweils 3 Minuten angesetzt. Nun hören wir noch die deutsche Nationalhymne. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben,
brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blühen Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Der Boxer aus der blauen Ecke, Kilian Weck, ist 25 Jahre alt. Er lebt und trainiert in Nürnberg und seine bisherige Kampfbilanz. 6 Kämpfe, von denen er 5 für sich entscheiden könnte und davon gewann er 2-mal vorzeitig durch K.O. Sein Gegenüber in der roten Ecke, Luca Rocky Cinquionce, ist 20 Jahre jung. Er lebt und trainiert in Offenbach am Main und in seinen... Und in seinen 13 Profikämpfen ist er bisher ungeschlagen. 10 dieser Siege gewann er vorzeitig durch Knockout. Der Ringrichter für diesen Jugendweltmeisterschaftskampf ist Uwe Loch. Wenn keiner der beiden Boxer diesen Kampf vorzeitig beenden kann, dann wird der neue Youth-Weltmeister von den Punktrichtern Goran Filipovic, Helmut Ranze und Rosario Triolo gekürt. Beiden Boxern damit viel Erfolg und in die Ringmitte zum Ringrichter. Gentlemen, follow all time my commands, okay? All time, clean and fair fight, touch class, good luck. So, wir kommen zum Hauptkampf des Ringfreies, Runde 1. Die IBO Jugendweltmeisterschaft im Halbschwergewicht, über 10 Runden. Luca hat hier einen ganz klaren Größenvorteil. Er ist 1,91 Meter. Kilian Weck dagegen ist nur 1,78 Meter. Also 13 cm Unterschied ist schon einiges. Ja, Kilian muss hier natürlich auf die kurze Distanz kommen, muss drücken, reingehen, aber Luca wird natürlich versuchen, ihn lang zu halten. Ja, bei Kilian schafft es doch immer wieder in die nahe Distanz. Nur ist er teilweise dann manchmal zu nah am Gegner, sodass er dann die Schläge nicht mehr so setzen kann, wie es gerne würde. Beziehungsweise, wenn Kilian drin ist, dann muss er auch schlagen, natürlich. Ja, schöne ja, lange Rechte jetzt von Luca. Da muss Kilian dann nachsetzen, wenn er zum Körper anfängt. Ja, dann ist er schon drin auf der kurzen Distanz und dann sollte er natürlich nicht wieder rausgehen. Dann muss er sich das wieder aufbauen, den Weg nach innen. Oh, schöner Aufwärtshaken. Hat Luca natürlich gesehen, ja. Gemerkt, ja, setzt er gleich nach, ist ja auch gut so. Luca bisher ungeschlagen.
hat auch, glaube ich, recht jung angefangen mit Profiboxen. 2018 hat er sein Debüt gemacht, ja. Da war er, glaube ich, 17. Ja. Ja. Schöne Serien. Schläge vom Luca kommen auch gut durch. Ja, sehr präzise. Also dreht die Fäuste auch gut rein. Da wieder den rechten Aufwärtshaken bringt er auch sehr gut. Ja, und sehr explosiv schlägt er auch. Einen großen Dank an unsere Sponsoren DS Deutsche Schalung, Bentley für die ganzen Boxhandschuhe. Vielen Dank an die Gastrobar Onion und einen großen Dank an MatchDeals, die neue App für Kämpfe und Sparingseinheiten. Lukas Kampfname ist Rocky, ist ja auch italienischer Abstammung. Seconds out. Ringfrei zur zweiten Runde. Und er will sich heute neben den WWF und GBU-Titel, den er ja schon hat, auch zum IBO-Jugendweltmeister küren. Ich glaube, irgendeinen WBC-Gürtel hat er auch noch gehabt. Genau, in seinem letzten Kampf. Das war am 21. Mai. Oh, schöne Linke jetzt auch wieder hier von Luca. Ja, nutzt auf jeden Fall seine Distanz sehr gut. Die Schläge bringt er wirklich präzise. Den rechten Aufwärtshaken bringt er gut. Kombiniert dann oft mit einem linken Haken. Das macht er schon gut. Also Kilian ist gerade ein bisschen überfordert, würde ich fast sagen. Ja. Also, aber trotzdem probiert er, finde ich. Also er versucht schon immer wieder auf seine Distanz zu kommen, aber kassiert halt dann auch oft, wird er abgefangen. Da hat der Luca schon ein gutes Auge. Ja, ja jetzt zum Beispiel. Ja, da wieder der Aufwärtshaken und die Linke gleich hinterher. Das sind natürlich ganz klare, offensichtliche Treffer, die der Luca hier setzt. Schöner Rechter. Ja. Der ermahnte Ringrichter darf nicht halten. Ja, also den Arm ausgestreckt, ja, wobei er eigentlich da eher schon sehr gespielt hat, würde ich sagen. Sehr also sauberer Kampf. Ja. Da war jetzt, glaube ich, auch die Rechte von Kilian weg drin. Schön gemeidet hat er die jetzt, den Haken hier. Hier jetzt wieder ein bisschen Tempo zurückgenommen. Man muss auch nicht durchgehend Vollgas schlagen. Sind ja auf 10 Runden angesetzt, der Kampf. So. Ja klar, das muss man sich natürlich entsprechend auch einteilen. Aber ich glaube, bisher haben beide noch nicht über 10 Runden geboxt. Nee, das ist richtig, ja. Luca hat einmal über 6 Runden geboxt. Das war bisher sein längster Kampf. Schöne, klare Reaktion. Ja, sehr gut. Ja, aber muss auch sagen, die steckt da gut weg, der Kilian. Vielen Dank an unseren Sponsor Eventtechnik Höck. Bayernprint sowie Akustik und Trockenbau. Und einen weiteren großen Applaus für unsere Ringdame Jacqueline.
Franziska. Ja, WBC Jugend Silbertitel war das, was wir gerade gesprochen hatten. Den hat sich der Luca am 21. Mai gegen Christoph Kovac in Serbien geholt. Luca. Second Serve. Ringfreie Runde 3. Schlag die Hacke führen. Komm, Luca, und dann zum Körper, zur Leber. Die dritte Runde sind wir jetzt hier. In diesem Kampf, der auf 10 Runden angesetzt ist. Bisher Luca, alle drei Hacke, Runden sehe ich klar bei Luca. Kilian wirkt jetzt ein bisschen geschlossener, dadurch eigentlich ein bisschen stabiler. Schauen wir mal, ob Luca trotzdem seinen Aufwärtshaken wieder reinbringen kann. Denn in der Mitte ist Kilian doch recht offen. Und so aus meiner Sicht ist eigentlich die Leber ziemlich offen beim Kilian. Da könnte eigentlich der Luca auch ziemlich gut hinplatzieren mit seinen langen Armen. Hatte führen, Luca, hat. Jawohl, genau. Körper, Kopf. Ja. Bisher geht alles eher auf den Kopf von beiden Boxern. Wobei Kilian doch etwas versucht zu variieren. Ja, muss er auch. Ja, klar. Bei so einem langen Gegner, ja. Mach den nicht stark, Luca. Mach ihn nicht stark. Mach mal eine Technik mit rein. Ja, schön. Gerade die Tür, komm. Mach mal Dreier. Kilian, Dreier, Dreier. Sonst lässt ein bisschen beim Luca das Tempo nach. Ein bisschen ruhiger jetzt die Runde, ja, von beiden, finde ich. Da, jetzt versucht er zur Leber, hat das auch gemerkt, dass die doch öfter offen ist. Nicht halten. Jawohl, komm wieder, komm wieder. Ja, jetzt ist Kilian wieder ein bisschen offener geworden. Das ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, weil Luca halt doch schnell ist. Der sieht dann die Lücke und kontert auch immer gut. Luca hat die Führung, jetzt hat die Führung. Komm. Ja, wieder schöne, schnelle Doppel. Ja, den hat er jetzt kommen sehen, der Kilian. Da kam guter Rechter von Kilian, aber haben sie beide getroffen, ja. Luca hat gleich nachgesetzt. Ja. Ah, interessanter Kampf bis dahin. Kilian weg hier in der blauen Ecke, er ist 25. Vielen Dank an die Anwaltskanzlei der Rewitz. Ein weiterer Dank geht an Anatoli Mohr mit seiner Mohr GmbH Sicherheitstechnik. Und ein weiteres Danke geht an den Inhaber von Caselesia Immobilien, Gerry Balko. Kilian Beck kommt aus Waldbröl, das ist in Nordrhein-Westfalen. Hat in seinen bisher 6 Profikämpfen eine Niederlage kassiert. Das war bei seinem Debüt gegen Emil Kessler. Ring 3, Runde 4. Direkt führen, komm, Hand! So, Kilian hier wieder geschlossen. Gute Führhand zum Körper. Und zur Leber, komm, gleich abschließen. Und Luca reagiert doch sehr schnell und geht wieder in seine Distanz. Ja, schöne lange rechte, ja, Gerade. Auch sehr, sehr lange Hände, was natürlich
sehr von Vorteil für ihn ist. So kann er den Kilian Beck natürlich lang halten. Ah, der bewegt sich aber auch schön im Oberkörper. Sollte er noch mehr machen. Die Hände meiden. Ja, wieder schön gemieden. Ja, schöne Kopfbewegung, sehr gut. Ja, das macht er richtig gut, wie er die meidet. Und dann noch eine Antwort bringen. Das ist natürlich auch anstrengend, wenn du ins Leere schlägst. Es kostet sogar mehr Kraft, als wenn du triffst. Ja. Explosive führen, komm Luca. Und wieder und nachsetzen. Komm. Ja, schöner Richter von Kilian. Sehr gut. Die war schön. War auch sehr, sehr unerwartet, glaube ich. Hat jetzt nicht mit gerechnet. Ja. Da war wieder so ein Schwinger, der daneben ging. Ja, auch hier war die Linke jetzt drin von weg. Allerdings jetzt zwar kein harter Schlag, aber ein Treffer war es trotzdem. Luca hat sich vorhin natürlich auch schlau gemacht, wenn Kilian reingegangen ist. Wenn er ihn quasi im Schwitzkasten hatte, sich dann auf ihn drauf. Und da hat der Kilian auch einen guten Treffer gemacht. Sollte Luca den Kilian auf jeden Fall nicht unterschätzen. Sehr, auf jeden Fall die beste Runde von Kilian hier. Ja, auf jeden Fall. Ein weiterer großer Dank geht an Alexander Semiluberski von der SASV. Ein weiterer Sponsor dieses Events ist das Büro Sven Meyer und sein Team von der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung. Luca Antonio Cinquionce kommt aus Offenbach und hat viel vor. Ist auch noch jung. Und in einem seiner Interviews hat er gesagt, er träumt von einer Titelverteidigung in seiner Heimatstadt. Ringfrei Runde 5. In Offenbach. Ja, um den Titel zu verteidigen, muss man ihn natürlich erstmal gewinnen. Aber bislang macht er das sehr gut. Aber auch Kilian, finde ich, liefert bisher einen guten Kampf. Also Luca ist natürlich hier der Aktivere mit seinem Reichweitenvorteil. Ja, und er hat natürlich, sag mal, jetzt in den ersten drei Runden hat er wirklich sehr, sehr klare Treffer gesetzt. Ja, ich bin mal gespannt, ob der Kampf über die volle Distanz geht. Luca, komm, Spannung halten, halt die Spannung und führen raus, komm. Ja, Lukas Aufersagen ist gefährlich. Da läuft der Kilian auch immer wieder rein. Der kommt immer gut durch. Ja. Den bringt er auch oft, weil er natürlich auch merkt, dass der immer gut durchkommt, der rechte Aufwärtshaken. Ja. Kam eine gute Rechte von Kilian rein. Explosiv, Luca. Aber wieder nur einzelne. Also da ist, macht sehr viel einzelne Schläge. Da wieder nur ein Schlag. Wieder nur ein Schlag. Also da muss Kilian auf jeden Fall viel mehr machen. Mehr Serien. Mal 1, 2, 1, 2, 3.
Ja, als kleinerer Mann musst du immer Serien sehen. Luca wird hier lautstark von seinen Fans unterstützt. Ja, hat, ich glaube, einige hier aus Offenbach mitgebracht. Auf geht's, Luca, komm! Ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke, aber ist natürlich umso schöner für den Boxer, Unterstützung auch mitzunehmen, sag ich mal, egal wo man boxt. Das sagt auch viel über die Loyalität der Fans aus, sag ich mal. Ja, er sollte jetzt versuchen, lang zu bleiben und sich nicht da auf den Nahkampf so einzulassen, weil seine Stärke, sein Vorteil ist natürlich auch die lange Distanz. Ja, vor allem hat er am linken Auge schon so ein kleines so Pfeilchen oder Kratzer, weiß ich nicht. Ja, ein paar rechte Haken kamen da, glaube ich, schon mal durch vom Kilian. Wieder schöne Maid-Bewegung. Ist gut, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die kaputt ausschauen, beide, also wirken noch relativ fit. Ja, auf jeden Fall, also bis jetzt finde ich auch, konditionell hat jetzt noch keiner nachgelassen. Aber wir sind ja auch erst in Runde 5. Wir waren in Runde 5. Jetzt kommt Runde 6, genau. Auf geht's, Luca. Second Serve. Luca, Körperspannung jetzt. Ringfrei, Runde 6. Luca. Komm, Luca, bleib konzentriert. Luca hat den Führhand jetzt, komm, zwei Hände halten. Der soll dir nachlaufen, schön auf die Rücken gehen. Und der soll dir nachlaufen. Ja, sobald Kilian anfängt sich zu bewegen, zu meiden, kommt er auch viel besser rein. Und zwei harte Hände, komm. Das ist natürlich dann auch viel schwieriger für Luca, weil er ihm kein starres Ziel bietet. Ja. Nicht stehen bleiben! Luca, Leber! Mal nach links und mal nach rechts, wieder weg! Jawohl, schön! Komm! Luca, beweg dich mehr! Beweg dich mehr! Links und rechts weg! Lass ihn hier nachlaufen! Ja, hier wieder einzelne Schläge bzw. Antastungen von Luca, um natürlich den richtigen Schlag zu platzieren. Ja, hier hat Kilian gut reagiert. Ja, aufwärts sagen, aber langsam weiß Kilian, wie Luca den schlägt. Hat er es auch schon einige Male nehmen müssen. Ja. Auch wieder hier die Rechte von Kilian drin gewesen, wenn auch nicht so hart. Ja, da dreht er sich schön raus, der Luca. Dann sollte er aber auch nachsetzen. Ja, er macht einen Schlag, dreht sich raus und dann steht er einfach nur dran. Ja, aber schlägt er nicht. Er kann nicht mehr, der kann nicht mehr.
Komm, Luca, Körpersprache. Stopp. Die Führung go! Amen! Ja, also Luca versucht es immer wieder mal mit dem rechten Aufwärtshaken, aber ja, den muss er natürlich, kommt jetzt nicht mehr so gut, ja, durch. Muss er ein bisschen mehr vorbereiten. Kilian weiß jetzt natürlich, dass er den immer wieder... Ah, da, da hat er den geschluckt. Ja. Da haben wir ihn gerade gelobt. Ja. Gut anzuschauen, der Kampf auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr interessanter Kampf. Auch sehr sauber, finde ich, von beiden. Allerdings, da hat nicht allzu viel zu tun hier. Ja. Bam, Hertha und dann mal zu Leber. Luca hat natürlich auch ein bisschen Amateur-Erfahrung mitgebracht, hat um die 20 Kämpfe gemacht vorher, bevor er ins Profilager gegangen ist. Luca, ringfrei Runde 7. Luca, führen gleich hart und gleich zur Leber hinterher. Komm, glaub mir. Hart. So, 6 Runden sind vorbei. Hier versucht Luca selber etwas zu klammern. Eine harte Führung, komm. Jawohl, und wieder. Schön. Und dann zur Leber. Also für, dafür, dass Kilian seinen 7. Kampf hat, macht er sich sehr gut, auch über diese Distanz bisher. Komm, komm. Luca, geh du vor, komm. Luca, komm du, komm. Kommt auch langsam immer mehr mit der Distanz von Luca soweit zurecht. Ja, da hat er sich ganz gut jetzt reingefunden. Da war wieder das schöne Rausdrehen, das macht er gut. Das war die linke am Kiefer, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, war die linke ans Kiefer direkt. Okay. Das sah für mich jetzt eher wie ein Ausrutscher aus, aber okay. Ich glaube, das war schon der Schlag, weil er hat danach so seinen Kopf ein bisschen geschüttelt. Okay, da wird der Trainer von Kilian das Ich glaube, der Ringrichter hat es nicht mitbekommen. Okay. Der Ringrichter hat nicht mitbekommen, dass das Handtuch geflogen ist. Das ist so. Und da kommt es jetzt auch nochmal geflogen. Ich glaube, der Kilian ist nicht so ganz einverstanden mit der Entscheidung von seinem Trainer. Aber ich glaube, der wollte einfach seinen Schützling beschützen. Also, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wird diskutiert, ja. Mein Handtuch liegt, ist klar, dann ist vorbei. Sieger in der 7. Runde nach 1 Minute und 33 Sekunden durch Aufgabe ist die rote Ecke Luca Rakitić. Schade, war echt ein toller Kampf bis dahin. Ja.
bin mir jetzt nicht sicher, ob es eventuell daran lag, dass das Handtuch zwischen den Seilen fliegt, weil ich meine, ich hätte mal irgendwo gelesen, dass die Regel besagt, dass es übers oberste Seil fliegen muss. Echt? Ich meine schon. Ist mir jetzt nicht bekannt, aber gut. Ich hatte das Gefühl, dass der Ringrichter das nicht gesehen hat beim ersten Mal. Okay. Weil alle waren irritiert und ja. Er hat gesagt, Box. Ja. Schöner Kampf war es trotzdem. Was meinst du bis hierher nach Punkten? Ja, also schon der Luca, ja, definitiv. Auf jeden ja. Fall. Aber Kilian hat Luca, es wirklich erstmal gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Weltmeisterschaftstitel der Jugend im Light Heavyweight. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Luca, dein Kampf fand ein etwas, ich würde sagen, komisches Ende. Was sagst du selbst dazu? Es war auf jeden Fall ein starker Gegner. Danke an den Gegner auf jeden Fall. Ich kann tatsächlich mehr. Ich habe gemerkt, dass ich an ein paar Stellen arbeiten muss und dann nächstes Mal noch einen besseren Kampf bieten kann. Aber auf jeden Fall, ich habe versucht, alles zu geben. Ich habe versucht, das Publikum zu beeindrucken. Ich hoffe, es hat geklappt. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich bedanke mich auf jeden Fall für meine Leute aus Offenbach, dass sie extra den weiten Weg hierher gefahren sind. Danke, Jungs. Und vielen Dank auf jeden Fall an das Publikum, dass ihr alle zugeschaut habt und hoffentlich gefeiert habt. Und wie gesagt, nochmal danke sehr. Luca Rocky Cinquionce, herzlichen Glückwunsch zu deinem Weltmeistertitel. Du hast zahlreiche Sponsoren auf deiner schönen Boxrobe. Wem möchtest du danken, mein Freund? Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Sponsoren, aber ein ganz großes Dank geht auf jeden Fall an den Gastro von Meine Perge und an die anderen Sponsoren, die alle hier drauf sind. Vielen, 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 vielen Dank. Danke. Weiterhin viel Erfolg bei deiner Profikarriere und vielleicht wirst du irgendwann einen der großen Titel und nicht als Jugend, sondern als wirklicher Weltmeister gewinnen. Richtig, ich wollte noch was sagen. Ich widme dem Titel auf jeden Fall den Graziano Rocky Gianni, der leider von uns gegangen ist. Ich hoffe, er sieht da oben zu und freut sich auf jeden Fall. Danke. Der neue Youth Light Heavyweight Champion of the World, Luca Rocky Cinquionce! Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg. Entlang der Gassen, zu den ein Terrassen, über die Brücke bis hin zu der Musik. Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen. Wo die anderen warten, um mit uns zu starten, um abzugehen. Und jetzt alle komm! An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diese haben wir noch
Ewigkeit wünsch ich mir Unendlichkeit. Das hier ist ewig, ewig für heute. Wir stehen nicht still für eine ganze Nacht. Komm, ich trag dich durch die Leute. Hab keine Angst, ich gebe auf dich Acht. Wir lassen uns treiben, tauchen unter, schwimmen mit dem Strom, drehen unsere Kreise, kommen nicht mehr runter, sind schwerelos. An Tagen wie diesen, komm auf, komm, wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit. In dieser Nacht der Nächte, die uns so viel verspricht, erleben wir das Beste. Kein Ende ist in Sicht. Kein Ende in Sicht. Kein Ende in Sicht. Kein Ende in Sicht. Und noch einmal Vollgas. Und Tagen wie diese wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diese haben wir noch ewig Zeit. In dieser Nacht der Nächte, die uns so viel verspricht, erleben wir das Beste. Kein Ende ist in Sicht. Erleben wir das Beste. Kein Ende ist in Sicht. Kein Ende in Sicht. Und das war unsere achte Ab in den Ring Fight Night. Vielen lieben Dank an alle 20 Boxer, die heute wieder alles aus sich herausgeholt haben, um euch zu entertainen. Danke an das gesamte Veranstaltungsteam von Ab in den Ring. Angefangen bei unserem Veranstalter Vassili Rutz. Danke an das Kommentatorenteam, bestehend aus Tina Ruprecht und Roman Hardock. Danke an unsere Kameramänner Waldemar Pfaff und Eddie Ziebert. Ebenfalls einen großen Dank an Dia Busolu. Und natürlich der größte Dank an unsere zahlreichen Sponsoren. Diese achte Ab in den Ring Veranstaltung wurde gesponsert von DS Deutsche Schalung, Bentley TM, Onion, der Gastrobar in Augsburg Univiertel, Matchdeals, der neuen App, bei der ihr als Kämpfer neue Herausforderungen und Gegner suchen könnt. Höck Eventtechnik. Vielen Dank an Erwin von Bayernprint. Ein großer Dank geht an Akustik und Trockenbau. Ebenfalls an die Anwaltskanzlei Drewitz. Vielen lieben Dank an Anatoli Mohr von der Mohr GmbH Sicherheitstechnik. Ein großer Dank geht an Gary Balko von der Casalesia Immobilien. Und ein großer Dank an SAS Bau, an Alexander Semiduberski. Ein letzter Dank geht an das Büro von Sven Meyer und seinem Team von der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung. Das war unsere achte Ab in den Ring Fight Night. Und ich freue mich schon darauf, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen, wenn es Ab in den Ring heißt. Ihr Kfz-Gutachter Ilhan Sari. Wir helfen Ihnen, Ihren Schaden zu regulieren. Sie
wollen eine Immobilie kaufen oder verkaufen? Prima. Wir als junges Team konzentrieren uns auf die professionelle und kompetente Vermarktung von Immobilien im Raum Augsburg und Umgebung. Sie erreichen uns unter 0160 9955 4440. Ihr Team von Casa Alessia Immobilien. Mohr GmbH, Ihr Partner für professionelle Sicherheits- und Servicelösungen aus Augsburg. Als professionelles Sicherheitsdienstunternehmen bieten wir Ihnen Planung, Erarbeitung und Umsetzung von kompletten Sicherheitskonzepten für Firmenkunden, Privatkunden und Organisationen. Unsere Leistungen Objektschutz, Tor- und Werkschutz, Empfangsdienst, Parkplatzbewachung, Baustellenbewachung sowie unser Spezialgebiet Revier- und Streifendienst. Mohr GmbH, sicher, kompetent, fair. Wir sind die Steuerkanzlei Drewitz in Augsburg. Sie sind auf der Suche nach einem richtigen Steuerberater für Ihr Unternehmen oder Ihre privaten Angelegenheiten oder benötigen Unterstützung bei Ihrer Existenzgründung und wünschen sich eine fachkundige Unternehmensberatung? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir zeichnen uns durch unsere kompetente und zielgerichtete Arbeitsweise aus. Durch die jahrelange Erfahrung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit ist die Grundlage für erfolgreiche Ergebnisse geschaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.kanzlei-drewitz.de. Liebe Boxsportfreunde, ich möchte euch eine neue App für Kampfsportler vorstellen: MatchDeals. Diese ermöglicht jedem Sportler in nur wenigen Klicks den passenden Gegner oder Sparringspartner zu finden. Die Registrierung ist kostenlos, verfügbar im Apple Store und in Kürze auch für Android. Dear boxing fans, I'd like to introduce you all a brand new app for martial artists, Match Deals. This app helps every fighter to find a matching opponent or sparring partner. The registration is free. It's already available for iOS and it will be available for Android in August.